mein Leben sortieren hier. Ich komme aus einem Dorf, 3700 Einwohner. Und das ist ziemlich exakt 1000-mal so klein wie Berlin. Ja, aber ich Messdiener. Da kann ich eher nur drüber lachen, halt eine Kirche, die Motorräder und Hamster segnet, aber es nicht schafft, zwei sich liebende Menschen zu segnen, wenn sie gleichen Geschlechts sind. Er ist vom Typus her eigentlich 100% CDU, aber das Schwulsein bricht es. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ich möchte keine Burka in Deutschland. Ich möchte keinen reaktionären Islam in Deutschland. Ich möchte keine ungezügelte Migration. Da gewinnt man den Eindruck, er provoziert auch gerne mal mit Thesen, die er steiler öffentlich formuliert, als er sie vielleicht selbst meint. Der Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschland ist, sollte nicht nur das sagen, was vielleicht die Parteivorsitzende gerne hört, sondern er sollte seine Meinung sagen. Die Sozialisten sind immer die Letzten. Ja, mit Mikro, da darf ich jetzt nicht. Wir wissen, Deutschland braucht keine rot-rot-grünen Experimente. Wie lange habe ich den Satz denn nicht mehr gesagt? Ist der nicht ein bisschen sehr billig? Da müssen Sie denn alles filmen. Deutschland braucht keine grün-rot-roten Experimente. Deutschland, was braucht Deutschland denn? Nochmal. Spahn ist jemand, der sich jeden Schritt selber erkämpfen musste und für jeden Schritt ins Risiko gegangen ist. Es gibt ja die einen, die laufen rum und sagen, das Amt kommt zum Menschen und sitzen da und warten. Und ich sage immer, man wird nicht in der Sänfte hingetragen. Das steht bei ihm ganz groß auf der Stirn und zwar schon seit vielen Jahren, ich will Kanzler werden. Aber das ist ein Punkt, den ihm viele auch vorwerfen. Der Ehrgeiz macht ihn im positiven Sinne zu schaffen. Wenn Angela Merkel eine Meisterin ist, dann darin zu erkennen, wann jemand so stark geworden ist, dass es besser ist, ihn einzuordnen. Die schönste Überschrift, die ich dieser Tage gelesen habe, war ja, ein Posten, ihn zu knechten. Herr Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn. Herr Präsident, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Die ganze Dimension dessen, was du da sagst und schwörst, die ist natürlich dann in der Pandemie mir so richtig klar geworden. Also wir sitzen hier gerade zusammen im Krisenstab im Landkreis Heinsberg. Die Notfallversorgung funktioniert nicht mehr. Wir fühlen uns hier im Kreis Heinsberg trotz tausender Telefonate und vielen, vielen Zusagen mit der Situation komplett alleingelassen. Keiner von uns wusste ja wirklich, was passiert da gerade. Erleben wir sowas wie Bergamo? Schaffen wir das rechtzeitig vorher abzubiegen? Also Herr Pusch, Folgendes. Wir müssen jetzt den Spagat schaffen zwischen fachlich geboten und überhaupt noch lebbar vor Ort. Es war eine extrem dynamische Zeit, die extrem psychisch und auch physisch anstrengend war. Unser größtes Problem sind Masken. Das muss jetzt zügig durch, spätestens morgen Abend Krisenstab. Haben wir dabei Fehler gemacht? Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Wenn ich jetzt 2 Jahre im Bundestag wäre und irgendwie Minister geworden wäre, weil jetzt gerade mal ein Junger dran wäre oder so, das würde es sicher nicht überleben gerade. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. So eine Entscheidung, kaufen wir jetzt für 200 Millionen Euro Beatmungsgerät oder nicht, die muss ich in 10 Minuten treffen. Das sind natürlich jetzt Schicksalstage eines Kanzlerkandidaten. Ich weiß auch, dass das nicht nur von mir abhängt, sondern von vielen anderen Faktoren. Und ich natürlich auch mal furchtbar falsch liegen kann. Es war also am Anfang durchaus eine Anerkennung, die durchweg angemessen erschien. Also eigentlich hat er jetzt genau das Momentum, um das zu tun, was er jahrelang angestrebt hat, sich nach vorne zu spielen. Spielsatz Sieg. Gibt es denn noch eine Möglichkeit, dass Sie kandidieren? Dafür müsste ja Armin Laschet zurückziehen. Ja, ausgeschlossen ist nichts. Sag ich jetzt aber auch nur Ihnen, weil Sie erst in 2 Jahren rauskommen. Die offizielle Antwort wäre jetzt irgendwie anders geworden wahrscheinlich. Es gibt hier die frohe Weihnachtsbotschaft. Es war klar, wer handelt, macht irgendwann auch Fehler. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Es gibt ja den schönen Satz, Second Move kills. Also die Frage, wie du reagierst,
auf etwas ist eigentlich oft das, was politisch umbringt. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte kostenlose Schnelltests angekündigt und wurde von der Kanzlerin zurückgepfiffen. An Herrn Spahn, ein Appell. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man bereit ist, einander zuzuhören oder ob man am Ende nur schreit. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Menschen vergessen, dass das alles Menschen sind in der Öffentlichkeit. Was machen die denn da? Was machen die denn seit 6 Monaten bei CureVac? Das ist doch irre. Ich meine, das ist doch natürlich eine super Story. Der Platz 1, beliebtester und jetzt 3 Monate später ganz unten in der Wahrnehmung. Der Artikel schreibt sich ja fast von selbst. Man muss, glaube ich, immer wieder sich fragen, wie schütze ich mich auch selber? Bin ich hart genug, um Angriffen zu widerstehen? Weil wenn man das nicht ist, fällt man um und kann dann nicht mehr führen. Mein Ex-Freund hat mal irgendwann zu mir gesagt, bei dir muss immer alles so extrem sein. Es ist halt gerade extrem.